Die Dreiskirchner Renntage in Baden werden immer beliebter. Nicht nur spannende Rennen, sondern auch wunderschöne Pferde konnte man heuer sehen. Und mit dem richtigen Wettschein war sogar ein bisschen Geld zu verdienen. Was macht denn die Faszination einer Rennbahn aus? Ich glaube, es ist einfach das kleine Glück, das man vielleicht dann und wann sich erhofft. Und es ist auch eine wunderschöne Trabrennbahn in Baden, das muss man sagen. Also die Architektur ist wirklich noch gleichbleibend. Und ich denke mir einfach, in dieser wunderschönen Gegend, heute spielt vielleicht das Wetter nicht ganz so mit, ist es einfach einen schönen Tag hier zu verbringen. Viele Sponsoren sind gekommen, unter anderem werden Sie aber auch einen Ehrenpreis überreichen. Welcher ist denn das? Ja, das ist der Preis der Stadt Dreiskirchen, das ist das Hauptrennen und ich habe den Preis heute auch mitgebracht. Das ist immer eine schöne Anerkennung. Wir schenken Ihnen einen Weinkorb und diesen Ehrenpreis, das ist einmal was anderes und so ist sie eben an den Preis heuer erinnern. Mich führt her das zweite Rennen hier. Das zweite Rennen ist der große Preis vom Burger King in Tribuswinkel und ich bin Geschäftsführer dort und freue mich, dieses Rennen hier zu unterstützen. Wie gefällt es Ihnen hier auf der Bahn? Was macht Trabrennen so spannend? Warum kommen so viele Leute hierher? Mir gefällt sehr gut das Ambiente hier. Es ist ein sehr schöner, altehrwürdiger Rahmen und dazu das Trabrennen ist doch auch spannend, bis zum Schluss oft und ich glaube, das macht die Faszination für viele Leute aus. Die Faszination hier ist sicherlich das Ambiente dieser altehrwürdigen Trabrennbahn, ein bisschen im englischen Stil nachempfunden, den großen Trabergalerien, die natürlich aus England kommen. Und es ist ein besonderes Flair. Wir machen hier den Renntag der Stadt Dreiskirchen schon seit geraumer Zeit. Das ist jedes Jahr auch ein geselliger Treffpunkt für uns und ein bisschen ein Höhepunkt im Sommer. Die Trabrennbahn Baden ist sicher eine der schönsten Europas. Sie ist über 100 Jahre alt und es wurde sehr gut instand gehalten. Und wir als Nachbarstadt der Stadt Baden unterstützen das natürlich, weil wir auch interessiert sind, dass diese historische Einrichtung erhalten bleibt und unterstützen damit nicht nur den Trabrennverein, sondern natürlich auch hier diese ganze Anlage, dass sie erhalten bleibt. Das ist die älteste Trabrennbahn Österreichs und wir nutzen das natürlich vom Tourismus- und Wirtschaftsförderungsverein, um unser Italienfest, das vom 19. bis 22. Juli am Hauptplatz in Dreiskirchen stattfindet, hier natürlich optimal zu bewerben mit einem italienischen Verkaufsstand und auch mit Menschen, die in Masken quasi hier herumgehen und das Fest bewerben.